Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Hüppala. Ganz schön Nacht heute hier, ne? Ich glaube, ich gehe mal lieber wieder schlafen. Ja, es ist unglaublich lange hier, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Das ist ein bisschen her. Ja, da ist noch alles beim Alten. Gott, 2, 3 Monate. Ich habe lang im Voraus aufgenommen, muss ich dazu sagen. Ja, das letzte Mal wirklich lange im Voraus. Ich war auch froh drüber, dass ich es hatte, weil letzten Endes, boah, ich sag's euch, es ist viel passiert in der Zeit. Und ich hatte irgendwie nie die Zeit, mit mir weiter aufzunehmen. Heute kommt der letzte Teil von Verirrt und Vergessen raus. Ja, da wollte ich doch mal fragen. Sagt mal, wie findet ihr das denn? Was sagt da denn dazu? Verirrt und Vergessen? Ach Gott, das waren unsere ganzen Rohstoffe. Ich habe hier die. Ah, die wollte ich mal an den Mann bringen, ne? Verirrt und Vergessen. Das ist ein Fünfteiler. Wir waren halt auf einer Höhentour. Mehr nicht. Aber, auch ganz interessant. Obla. Ja. Auch mal was anderes vor allem, ne? Zu dritt. Schwein ist noch da. Jo, ne? Und weißt, ich fange an aufzunehmen und plötzlich melden sich alle. 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 Ausnahmslos. Boah, war das alles? Ja, Sichtung. Ja, ich tauche hier schon auf. Ey. Was ist denn das? Okay, nichts Wichtiges. Stein wahrscheinlich. Ja, Gott, ich bin schon wieder. Muss mich mal bedanken bei euch. Die letzte Zeit kam Minecraft echt gut an. Und im Gut meine ich nicht, dass es nur Aufrufe bekam. Nein, es bekam sogar Watchtime. Also Zeit, geschaute Minuten im Endeffekt. Ja, das ist wirklich. Was denn los? Hm? Da wollte ich ja was aufhängen von diesem Glow. Probieren wir mal. Ich mag die. Kann ich denn nichts aufhängen? Achso. Hä? Komisch. Ah, hier ist es sowieso ein bisschen heller, ne? Da braucht man keinen Glüh-Efeu. Na, ich will dich. Ja, doch, das. Jetzt habe ich ihn angebracht. Passt schon. Ich wollte mich bedanken. Ich hätte niemals gedacht, dass es Leute gibt, die das Ganze auch wirklich gucken wollen. Na, und die dabei bleiben. Ich bin heute schon abgelenkt. Ah! Es ist einfach schwierig. So. ME-System funktioniert noch. Schmeiß mal unser Zeug da rein. Da war was. Was machen wir denn jetzt? Eine Reise, hä? Ich war, also vor der Höhlentour war ich auf einer Reise.
Wir wollten Pixies finden. Ja, diese kleinen Pixies. Hier ist alles momentan noch ein bisschen leer. So, also. Oh. Ja, es ist schon da unten unser Dörfchen. Aber es ist ja nur eines. Es ist ja nur eines. Ach, kriegen wir schon. Ja, hinsetzen war jetzt nicht mein Ziel. Ja, ist ja cool, dass es geht. Nicht? Hallo? Die lassen sich irgendwie nicht. Dann halt nicht. Da liegt doch dieses Katzenbett rum. Es geht schon wieder gut los. Ah, ich sitze noch. Ja, ich saß noch. Offenbar saß ich noch. So. Ich meine, das letzte Mal war mal. Ja, ich bin für abgelenkt. Ja, wollen wir auf der Reise gehen oder nicht? Nein! Och, Mensch. Ab, bleib halt da liegen, Mistviech. Ich glaube, wir machen das. Ich glaube, wir gehen einfach auf unsere... Nicht essen. Ah, Weizen. Auf unsere Reise. Auf unsere Reise. Ich wollte mich bedanken. Ich wollte mich bedanken auf jeden Fall bei so vielen Leuten, die zuschauen und das aktiv. Und es scheint ja wohl auch irgendjemandem zu gefallen. Manchmal weiß ich immer noch nicht so genau, warum. Andererseits, gerade diese Sessions, wo ich dann mit Marcy auch aufnehme und mir dann immer unsere... hübschen Themen haben. Es ist ja dann immer so... Ja, da reden wir immer recht viel. Obwohl wir eigentlich angefangen haben ohne Themen, ne? Muss man bedenken. Und da war einer dabei, der hat geschrieben, tatsächlich als Kommentar, und es war tatsächlich ein echter, erster richtig echte Kommentar, dem ich auch zutraue, dass er echt ist. Er hat gemeint, ich habe mir das Video zwar nicht richtig angeguckt, aber ich habe es dafür nebenbei laufen lassen. So als, ja, als... Jetzt habe ich's vergessen. Ich kenne das doch. Was ist das? Pascal, was ist das? Ah, ich kenn's nicht. Naja, ich kenn's schon, aber... Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. Und da war ich ein bisschen gerührt. Also, das war schön. Das war schön. Und, um ein paar Werte zu nennen, es sind inzwischen so pro Monat tatsächlich circa 50 Wiedergabestunden. Ja? Zusammengefasst, ja? Das ist, das kann ich mir mal gar nicht vorstellen, aber es ist ja so. Ja, es ist, nicht wahr. Und Aufrufe sind wir im vierstelligen Bereich. Im niedrigen vierstelligen Bereich, aber wir sind im vierstelligen Bereich. Und darum, wie gesagt, einmal dickes, fettes Dankeschön. Ja. Ich habe tatsächlich ein Ziel... Das werde ich wahrscheinlich nie erreichen. das sehe ich als unrealistisch. Ah, Podcast. Dieses Podcast. Ach Gott. Genau, das hat der Typ gemeint. Podcast. Er hat es als Podcast nebenbei laufen lassen und als Podcast würde er mir 5 von 5 auf Spotify geben.
Naja, also es ist halt, danke, aber als Podcast waren die auch, war das auch nie gedacht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das als Podcast taugt. Wobei grundsätzlich meine Videos so gedacht waren, dass man sie unwichtigerweise nebenher laufen lassen könnte. Ne? Nebenher, wenn man noch irgendwas anders macht. Aber gut, ich erzähle ja auch nicht viel cooles Zeug. Ne? Ich erzähle ja Schmarren. Aber ganz viel Schmarren. Das nennt man bei uns Lähwaffen. So viel Lägewaffe, das ist ja. Hier, Stammtisch. Tatsächlich, ja, mein Opa, mein Stammtisch, der hieß Stammtisch Lähwaffen. Da gehen wir mal aufs Klo. Ja, das geht irgendwie nicht. Ich drücke F für Furzen. Nee, das geht nicht. Kann halt nicht. Hände waschen. Ja, naja. Ach, und jetzt. Wir hatten doch irgendwo eine Reise, ne? Ein Tagebuch. Muss man hier mehr beschriften. Ja, nee, das ist nix. Das ist. Es war schon hier, aber ich weiß nicht wo. Nieterreise, das war Zwischenstopp Reise 19.02. 19.02.24. Zwischenstopp 26.06. Das ist doch. Das war auch, als ich dann. Das war nicht, wo ich zuletzt aufgenommen hatte. Ich nehme mal die hier raus. Ja. Zack. Dann brauchen wir unbedingt noch Bücher, da haben wir genug. Wir brauchen eins für zu Hause, da haben wir auch eins. Und dann würde ich sagen, damit wir nicht ganz zu OP rüberkommen, legen wir mal ein bisschen Stuff ab. Muss ja nicht. Kleiderschrank. Wir legen es in den Kleiderschrank. Was habe ich denn alles an? Das ist ja alles schön und gut, aber. Die Flügel. Komm, die Flügel. Tu die Flügel hier rein. Das ist OP. Also, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ach, wisst ihr was? Das. Das sind so Dinge, die ich mir selber wegnehme. Hä? Wo ist die Schaufel hin? Ah. Okay. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns noch was zu essen. Ja, da haben wir noch genug. Also an Essen soll es dann doch nicht scheitern. Da bin ich jetzt dann doch mal so frech und. Das nehme ich mit. Wir haben, was ich noch mit rausnehme, ist das drum. Wir haben sogar ein Fernglas. Und irgendwas wollte ich hier drauf tun. Waren es Fackeln? Nochmal Fackeln. Wobei sich die eigentlich grundsätzlich gut hier machen würden, aber. Ja, genau, dann habe ich wieder den Effekt. Das heißt, ich packe die tatsächlich mal. Ich weiß es gerade nicht hier hin. Ja, kriegen wir schon. Ich würde sagen. Na komm, packen wir hier rein. Es gibt Wichtigeres, ne? Es gibt Wichtigeres. Irgendwas will ich hier. Irgendwas will ich hier haben. Reiserucksack. Ne? Da noch was drin? Wackeln. Da haben sie aber zwischenzeitlich ein paar Fackeln gemacht. Ne, das geht ja nicht, oder? Hm? Nee, das ist es nicht. Na, ich muss mal schlafen, ne? Ist wieder Nacht.
Es ist Nacht, es ist Nacht. Wir könnten ja auch ein bisschen weiterbauen an unserem Hauschen da, aber... Weißt du was, ich bin jetzt in... Stimmung. Ja, da hatte ich keinen Ständer. Oh. Ich hätte gern eins. Obla? Sorry. Ja. Genau. Es ging da nicht anders. Ich wollte schlafen, ne? Ach, das hat ja eh... Wir sind ja hier in einer anderen Dimension, ne? Wenn ich jetzt hier nochmal mache, hier sehen wir, sind wir ja jetzt in Dimension 3. Würde ich sagen. Rucksack. Ach, Erde. Ich hätte mir Erde mitnehmen sollen. Ja, komm. Lass uns das noch geschwind. Ja, so weit wollte ich nicht. Nehmen wir mal Erde mit. Erde ist immer gut. Zack. Na gut, mehr brauche ich jetzt aber auch nicht, ne? Warum ist das eigentlich nicht in meinem Reiserucksack? Schlaf. Au. Also. So schlimm war es jetzt auch nicht. Wo kamen wir her? Wo wollten wir hin? Da kamen wir her. Wir wollen dahin, also Richtung... Süden. Ja, in Süden. Ich habe jetzt einfach damit rumzulaufen und zu quatschen. Ich habe zwar keine Ahnung mehr, was ich reden soll. Eigentlich ist es schon wieder vorbei, aber... Ja, eigentlich ist es schon wieder vorbei. Oh, Gott, Gott. Kam mir da nicht her. Ich bin gerade irgendwie erschöpft. Müde. Ich müsste mehr trinken. Ich muss mir auf jeden Fall mehr trinken. Komme ich irgendwie dazwischen durch? Problem ist, ich trank nämlich die letzte Zeit zu wenig. Und nachdem ich aus dem Urlaub zurückkam, ging es mir jetzt auch erstmal wieder schlecht. Ne? Also es ist wie letztes Jahr. Ich weiß nicht, falls sich da jemand dran erinnern kann. Okay. Ist schon leer geräumt. Ja. Also, ich weiß nicht, das muss ich bestimmt mal irgendwann erzählt haben, aber letztes Jahr. Weißt du was? Wir sind hier. Kein Berg ist uns zu hoch. Jo. Ja, doch, so irgendwie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kein Berg ist uns zu hoch. Ja, es war letztes Jahr zu einer Zeit. August. War im Urlaub. Oh, guck mal. Der muss nicht abbauen. Ja, das ist... Ja, komm her. Ja, komm her. Weißt du was? Ich helf dir. Ja, komm, ich helf dir. Okay, wir haben hier auf dem Vulkan, das ist echt, also... Das ist echt nicht, also das geht nicht. Nee. Ach ja. Ich kann mich jetzt entscheiden, ob rechts oder links. Doch alles scheiße. Nee, also letztes Jahr, am letzten Tag, habe ich mich mit irgendwas im Magen verdorben. Im Urlaub.
Und da hatte ich mir dann fast eine Woche zu kämpfen, bis ich mir halbwegs erholt habe. Ja. Alles nicht so schön. Ich meine, wenn ich mir Magen verstümmel, da geht es immer schon, dann, also, das verstümmelt. Ich muss mich halt immer auf Deutsch ausscheißen und, nee. Auf Deutsch muss ich mich halt einfach ausscheißen. Und wenn ich ausgeschissen habe, dann habe ich mich meistens so weit ausgeschissen, dass ich so viel Hunger habe, weil ich meine, da scheißt man ja mehr aus als nur. Ja, also, genau. Ich habe dann meistens so krassen Hunger. Und dadurch, dass mir so schlecht war, ich komme dann an nichts zu essen ran. Ich krieg dann nichts runtergeschluckt vor allem. Und kotze allein schon fast nur, weil ich sowas im Mund habe. Es ist halt einfach nur unangenehm. Ja, und das war letztes Jahr der Fall. Und dieses Jahr war das halt. Nee. Bäh. Nein. Da war ein Skelett. Oh Gott. Genau, und da war das halt auch der Fall. Und wieder am letzten Tag. Also gut, ich weiß nicht, ob ich nicht vorher schon. Ich glaube, ich stehe hier nicht sehr sicher. Kann das? Nee. Wow. Höhle together. Ah. Ja. Ich meine, das ist dann, wenn man mit dem Flughafen. Oh, hey, Freddy. Ja, ja. Es ist dann, wenn man halt mit dem Flugzeug nach Hause fliegt. Ich meine, ja, das ist halt dann schon schwierig. Wenn man dann mit Kopf- und Gliederschmerzen, weil man sich ja offenbar doch was mehr eingefangen hat als Magenverstümmel. Also letztes Jahr war es wirklich, war das ja auch so, vor allem ist ja was zweimal gleich gefühlt. Weiß nicht, also die Kopf- und Gliederschmerzen einsetzen, ist das schon alles andere als schön. Dann sitzt man am Flughafen und es friert an echt den Schwanz ab. Und noch schlimmer, letztes Jahr, ja, letztes Jahr war das auch so. Ich müsste mein Boot rausholen. Na komm. Letztes Jahr war das auch zugegebenerweise noch so, ich hatte nichts dabei, keine Decke, kein gar nichts. Und letztes Jahr war dann auch zu dieser Zeit ein sehr heftiges Unwetter. Also eigentlich weltweit. Und es ist dann halt schwierig. Mit dem Flugzeug gibt es halt immer wegen Verspätung und. So. Genau. Gibt es Verspätung und das will keiner. Wenn man dann am Flughafen sitzt, 3 Stunden Verspätung hat, auf Stühle, die nicht bequem sind, ja, das ist schon scheiße. Und letztes Jahr hat man auf dem Rückflug 3 Stunden, auf dem Hinflug 3. Zugegeben, auf dem Hinflug war man nur 2 Stunden draußen gesessen und 1 Stunde im Flugzeug. Auf dem Hinflug jedoch, da war man sage und schreibe, oh Gott, schön. 3 Stunden im Flugzeug startbereit gesessen. Der Pilot am ja, Lenkrad nicht, an seinen Hebeln halt, ne? Starrend im Prinzip auf dem Bildschirm. Darf ich jetzt? 3 Stunden lang. Er hat deutschen Piloten letztes Jahr, das war schön. Seine Witze immer noch mitgemacht und alles. Aber. Hui. Was seid ihr? Bisons. Ich weiß nicht, ob ich.
Ja, aber das ist ja gut, es war nur eine Stunde Verspätung. Aber trotzdem, was ist das? Vor allem, warum sind die ganzen Bisons hier? Darf ich hier rein? Das wird mir jetzt nicht viel bringen. Hier fühle ich mich wohler. Naja. Der Ender, das haben wir ja jetzt schon zigmal gefunden. Bisschen Eisen, bisschen Redstone, Barren. Redstone Legierung. Eigentlich schick. Ich denke, das Gebilde hier könnte man ausbauen. Kann man gebrauchen. Cool. Ich lasse es mal hier drin liegen. Da geht's noch weiter hoch. Wir lassen uns hier nieder, oder? So. Oh Gott, aber der Urlaub war auch das Jahr allgemein nicht ganz so erholsam wie letztes Jahr. Nächstes Jahr machen wir vielleicht nicht mal eine Pause da. Es war jetzt das zweite Jahr in Folge, ne? Um zu sagen. Und ich meine, es ist ja alles jetzt kein krachteurer Urlaub, ne? Das ist jetzt sehr günstig. Wenn man das bedenkt. Ich meine, wir haben das Jahr deutlich weniger gezahlt als letztes Jahr. Wenn man glaubt, es wird teurer, wird es günstiger. Aber letztes Jahr war mal Hauptsaison, das Jahr war mal Nebensaison. Und hinzu kommen jetzt der Bruchbude hier. Hinzukommend, wow, das hat sich jetzt gelohnt. Ja, naja, gut. Runter hier. Ist aber gemütlich irgendwo. Wisst ihr was? Es ist ja Nacht, ne? Dann lasst uns hier einfach schlafen. Oh ja. Und weil es so schön ist, wisst ihr was? Machen wir hier am Sonnenaufgang einen Break. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.